Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Detlef Rüsink hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Willkommen zu unserer Serie Im Gespräch. Und wie Sie sehen können, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Es geht wieder unter anderem um die nationale Demenzstrategie, die vor gut 3 Wochen in Deutschland erschienen und publiziert worden ist. Und ich begrüße erstmal heute Morgen Helga Rohrer. Hallo. Hallo. Bevor wir näher auf Helga Rohrer eingehen, denn darum geht es heute, möchte ich ein paar Sachen sagen, vielleicht schon mal vorab. Wir haben vor 2,5, knapp 3 Wochen habe ich ein Interview an gleicher Stelle mit Sabine Jansen gemacht, der Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Und die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft hatte ja den Co-Vorsitz bei der Entwicklung der nationalen Demenzstrategie. Das war der Grund, warum ich mit Sabine Jansen gesprochen habe. Das heißt, wir haben dort in dem letzten Interview mit einem der Macher, der Macherinnen dieser nationalen Demenzstrategie gesprochen, die auch den ganzen Prozess mitgeleitet hat. Und heute haben wir das Glück, jemand gefunden zu haben, um den es eigentlich in dieser Demenzstrategie geht. Nämlich eben halt mit Frau Rohrer, jemand, die zu den circa 1,6 Millionen Demenzerkrankten in Deutschland gehört. Wir rechnen ungefähr mit 50 Millionen, waren die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, weltweit. Von denen, das ist vielleicht auch noch zu bemerken, etwa nur 25.000 unter 65 sind in Deutschland. So vermutet man. Es gibt aber auch andere Zahlen, wo man zwischen 25 und 70.000 sogar. Da gibt es also eine hohe, hohe Dunkelziffer. Der Grund des Gespräches ist eben halt die Entwicklung der nationalen Demenzstrategie. Ich will mal einmal sagen, besser spät als nie. Wir sind ziemlich spät dran im internationalen Vergleich. Da auch dazu wird gleich Helga Rohrer noch mehr sagen können, denn sie ist in vielen internationalen Gremien tätig. Und heute geht es eben halt darum, dass ich mir mit Frau Rohrer einmal die Demenzstrategie und viele andere Dinge im Bereich der Demenz anschaue. Ja, vielleicht auch so etwas wie einer Innenperspektive, einer anderen Perspektive als die, die nicht demenzerkrankt haben. Ich habe in dem Interview mit Frau Jansen, und dann geht es auch jetzt gleich los, mehrfach darauf hingewiesen, dass ich mich gefragt habe, warum in den Gremien, in den Arbeitsgruppen, die die nationale Demenzstrategie gemacht haben, zumindest offensichtlich keine Menschen mit Demenz selbst beteiligt haben, warum die nicht daran beteiligt waren. Darüber haben wir diskutiert. Und dieses Interview heute ist zunächst erstmal dadurch entstanden, dass Frau Rohrer sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, Herr Rüsink, ich habe auch etwas zu sagen zu der nationalen Demenzstrategie, nämlich aus dieser meiner eigenen Perspektive. Und damit möchte ich jetzt auch direkt einmal zu Frau Rohrer weiterleiten. Ich habe über Sie noch mal viel gelesen, vielleicht noch mal vorweg. Wir haben uns kennengelernt ganz kurz vor etwa 10 Jahren auf einem Vortrag, wir beide haben einen Vortrag auf einer Veranstaltung gehalten. Ich selber weiß nicht mehr, wo es war, Frau Rohrer. Ich habe keine Ahnung. Seitdem habe zumindest ich Ihre Arbeit natürlich weiter verfolgt. Und es wäre so viel zu Ihnen zu sagen. Ich sage nur ein paar Dinge, die ich gefunden habe. Sie sind erstmal gelernte Dolmetscherin für Englisch, Französisch und Italienisch. Sie sind, wie ich heute Morgen schon einmal feststellen durfte, Mutter eines Sohnes, mit dem Sie, laut den Einträgen, die ich gelesen habe, zusammenleben. Sie sind internationale Vortragsrednerin in der Hauptsache, wenn ich es richtig verstehe, auf Kongressen, die sich im weitesten Feld mit Demenz und kognitiven Veränderungen beschäftigen, was ich ganz spannend finde, weil es natürlich eine Rollenverkehrung ist, weil Sie früher, ich nenne es mal in Ihrem ersten Leben, andere übersetzt haben, die Vorträge gehalten haben. Jetzt sind Sie diejenige, die die Vorträge hält und andere übersetzen Sie vermutlich an anderer Stelle. Sie sind, ich will das nicht despektierlich sagen, Gremienprofi. Sie sitzen in vielen, vielen nationalen und internationalen Gremien und haben dort gesessen. Sie sind Buchautorin, Sie sind Preisträgerin, den habe ich mir aufgeschrieben, haben den Deutschen Engagementpreis bekommen. Aber Sie sind auch Demenzaktivistin, so nennen Sie sich selbst. Und das hat damit zu tun, dass Sie selber im Alter, so habe ich es gelesen, von 54 die Diagnose Lewy-Body-Demenz bekommen haben und so wie Sie mir in einem Vorgespräch gesagt haben, vor 2 Jahren noch zusätzlich die Diagnose einer beginnenden Alzheimer-Demenz bekommen haben. So, das ist das, was ich vorweg sage. Und jetzt möchte ich Sie einfach bitten, ein bisschen zu berichten,
über Ihren Werdegang, Ihre Tätigkeiten, woran Sie im Moment gerade sitzen. Denn es geht heute natürlich nicht nur um die nationale Demenzstrategie, sondern es geht um eine der wichtigen Persönlichkeiten in Deutschland, die sich diesem Thema gewidmet haben. Frau Rohrer, wie sind Sie da hingekommen, wo Sie heute sind? Ja, also erstmals einen schönen guten Morgen an alle, die uns zuhören. Ich möchte mich ganz besonders bedanken bei dem DZLA und bei Herrn Rüssing, dass er mir die Chance gibt, im Namen von uns Menschen mit Demenz zu diesem Paper was zu sagen. Ja, wie bin ich hergekommen zu dieser Position, oder wie können wir das nennen? Es ist ja Engagement. Ich bin ja von niemandem beruflich engagiert. Es ist meine Aufgabe, sehe ich darin, dass ich uns eine Stimme gebe. Und es fing ja alles an vor gut 10 Jahren in München. Da war ich einige Jahre auch im Vorstand der Alzheimer München. Ich lebe ja in München. Und von da wurde ich dann, ich sage jetzt mal, ich wurde erkannt von einer Sozialpädagogin, dass ich auch Ressourcen habe. Ich bin ja nicht nur der Mensch mit Demenz, der in dieser Gruppe sitzt. Sie nahm mich mit zu einem Kongress. Und zu der Zeit waren große Namen da anwesend, so wie Dr. Richard Taylor, der ja verstorben ist, eine Christine Bryden aus Australien, die auch heute nach über 20 Jahren mit Alzheimer aktiv ist, und ein Dr. Peter Whitehouse. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass die Welt den Menschen mit Demenz eine Stimme gibt auf einer Bühne. Ich habe mir notiert, mein erster Kongress war damals in Thessaloniki. Und ich war sehr, sehr erstaunt und war sehr dankbar, dass ich 2 Sätze sagen durfte auf dieser Bühne. Und da habe ich mir gedacht, schau mal, ich müsste von den anderen lernen. Ich muss was übertragen nach Germany. Und so habe ich mich, ich sage ja mal jetzt, mehr oder weniger in eigene Regie ja, hineingedrängt in dieses Thema. Weil ich war fest überzeugt, so wie andere Nationen uns mit den Ressourcen sehen, müsste es ja auch in Deutschland möglich sein. Wir müssen auch da arbeiten. Ich möchte einmal ganz kurz, Frau Rohrer, für unsere Hörer und Seher unterbrechen. Sie haben gerade 3 wichtige Namen nochmal genannt. Sie sprachen von Richard Taylor. Das war ein Psychologe, der selbst an Demenz erkrankt ist. Einfach nur für die, die uns zuschauen. Der hat ein fantastisches Buch geschrieben, Alzheimer und ich, heißt es in der deutschen Übersetzung. Ja, ja. Dann sprachen Sie, glaube ich, von Christine Bryden. Die hat, glaube ich, das Buch Dancing with Dementia geschrieben. Yes, Dancing with Dementia, ja. Und Whitehouse war ein Pharmakologe, glaube ich, der Original aus der Forschung, eigentlich aus der Pharmaforschung, wenn ich es richtig erinnere, kommt und sehr kritisch darüber geschrieben hat, über die Pathologisierung von Menschen mit demenziellen Symptomen. Er war auch der Erste weltweit, der gesagt hat, den Menschen mit Demenz müssen wir ganzheitlich begleiten, ihm Aufgaben erteilen. Und inzwischen hat er ja so wie eine Art, ja, wie kann ich sagen, Institution, wo die Menschen arbeiten mit den Fähigkeiten, die sie können, die sie noch haben. Und es geht den Menschen allen sehr gut. Aber das ist ein anderer Bereich. Ich war beeindruckt, ich war überzeugt, ich kann das auch zu uns rüberbringen, weil ich sehe nicht immer nur den Menschen Helga Rohrer. Ich sehe, was kann ich bewegen? Wie kann ich andere dazu bringen? Wie kann ich die Akteure überzeugen von uns? Also kurz und gut, ich kam dann auch über dieses Engagement in Kontakt mit Schottland. Schottland war ja führend früher, heute auch noch sehr, in dem Bereich Inclusion. Menschen mit Demenz werden gehört, sie haben die Arbeitsgruppen, also sind wir nach Glasgow geflogen. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich weiß nicht mehr, wann das war, aber Frau Schneider-Schelte saß neben mir in dieser Gruppe und
es war am Anfang nach der Diagnose und wir hörten in Glasgow in einem Schloss, waren die anderen da, also die Schotten, wie sie mit einbezogen werden in politisch, ökonomisch, wenn es um das Thema Demenz geht. Und wir waren sehr beeindruckt. Und ich habe dann auch mit diesen Menschen dieses Netzwerken angefangen, weil es reicht nicht, wenn sie bei einer Konferenz sind und sagen, ich höre und ich gehe nach Hause. Mhm. Ich bleibe in Kontakt, ich hole mir Ideen, ich werde eingeladen und ich hatte das große, große und habe es auch heute noch, ich bin sehr dankbar, dieses Glück, dass ich Englisch nicht vergessen habe, weil das habe ich ja von Baby auf zweisprachig wurde ich ja erzogen. Die anderen Sprachen, in denen ich gearbeitet habe als Dolmetscherin, die sind ja natürlich alle weg. Und es waren nicht diese, die Sie genannt haben. Es waren 7 im Ganzen, auch mit Professorentitel. Trauen Sie niemals Wikipedia. Da hatte ich die Sprachen her. Da gibt es nämlich einen Eintrag über Sie. Das bestätigt wieder alle meine Vorurteile über solche. Es gibt wahrscheinlich viele Eintragungen. Wichtig ist, dass in der Haltung, in der Demenz, bleibt ja sehr viel von der Haltung, die man als Gesunde hatte. Das will ich damit sagen und will auch den Zuhörern Mut machen. Es ist nicht verloren, es ist gar nichts verloren. Ich bin auch immer der Mensch, natürlich gehen Fähigkeiten verloren, weil das Gehirn wird ja durch diese Plaques belagert, je nachdem welches Areal. Mhm. Und deshalb habe ich ja auch unterschiedliche Diagnosen und die Menschen haben ja nicht alle Alzheimer. Aber ich will sagen, es ist noch sehr viel da und das zu erkennen. Und da hat Schottland damals die erste Gruppe gehabt, europaweit, nannte sich die Working Group, the Scottish Dementia Working Group. Die sind auch heute auf allen Plattformen. Ja. Daher kam meine Idee und bei einer Europakonferenz von Alzheimer hob ich die Hand. Das war in Wien. Und ich habe gesagt, der Vorstand besteht ja aus Honorationen, ich sage jetzt mal Direktoren der Alzheimer-Gesellschaften aus Malta, aus Spanien, aus Norwegen. Wo ist der Mensch mit Demenz? Es geht um uns. Bilden wir doch etwas. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Sag ich, das stelle ich mir so vor. Wir müssen es versuchen. Und dann haben wir 2011, das habe ich mir aufgeschrieben, weil das ist ein wichtiges Datum. Nächstes Jahr müsste man das zelebrieren. März 2011, wurde die Grundlage gelegt für diese Arbeitsgruppe. 2012 wurde sie gegründet und dann hieß es, wer leitet das? Ja, ich leite es gerne, wenn ich auch Unterstützung habe. Und habe sie dann geleitet 8 Jahre, die European Working Group, die ist überall zu finden. Leider ist sie in Germany, ich sage jetzt mal, zu wenig bekannt, aber das ist ja auch ein Thema, das wir dann nachher ansprechen können. Also aus dieser Gruppe kam ich dann in andere Gruppen, ich wurde von den Ländern eingeladen, die von Demenz für junge Menschen noch nichts wussten. Ob es jetzt Luxemburg ist, Niederlande, bis nach Ungarn, wo ich überall war, in Finnland. Und da habe ich dann mitgewirkt in den Gründungen dieser ersten Gruppen und wurde immer wieder eingeladen, aber live, nicht so mit Webinar. Ich bin hingefahren, habe da erzählt, wir haben uns zusammengesetzt, es waren die Akteure dabei und die Sprache war ja immer Englisch. Und ich bin immer sehr dankbar gewesen, dass das möglich war, wissen Sie. Also so ging das los. Heute sitze ich jetzt seit 2 Jahren in der Global Dementia Observatory. Das ist eine Gruppe, die Stimme von diesen 50 Millionen global ist und sitzt, ist ein Teil der WHO. Und wir haben unsere Meetings, also jetzt nur so Zoom, so wie mit Ihnen. Ja, jede Woche, immer am Dienstag und weil die Menschen aus verschiedenen Zeitzonen kommen, bin ich dann immer dran in der Früh um 8, was mir dann schwerfällt. Aber ich bin wiederum dankbar, dass die WHO jetzt dieses Thema
ja, diese Gruppe hat. Und seit es Corona gibt, haben wir ein großes Thema: Loneliness and Dementia. Weil Wobei das Loneliness, natürlich, wobei. dieses Alleinesein ist anders für jemanden, der im tiefsten Afrika lebt mit Demenz, als einer, der jetzt, ich sage jetzt mal, in der Ukraine lebt oder in Deutschland, ja. Und da gibt es ja viel, viel zu diskutieren, viel, die hören auf unsere Meinung, weil ich sitze ja nicht da mit zwei, drei anderen, die eine Diagnose haben. Die Akteure müssen dabei sein auf Augenhöhe. Es geht immer um Teamarbeit hier. Ich würde gerne zwei Aspekte noch mal rausgreifen. Zum einen schildern Sie ja sehr eindrücklich, dass Sie sehr viel international unterwegs sind. Da wäre meine erste Frage. Sie könnten ja auch, sagen wir mal, nur in Anführungszeichen in Deutschland unterwegs sein. Hier gibt es ja genug zu tun, aber ich denke, das ist ja auch ein Anliegen von Ihnen, sich international zu vernetzen. Warum das so ist, wäre das eine. Und das Zweite, da würde ich nur gerne einmal eine Bemerkung zu machen. Sie sagten gerade jetzt, insbesondere in Zeiten von Corona, kam noch mal dieses Thema Loneliness, wobei ich natürlich der Überzeugung bin, dass das Thema schon vor Corona genauso groß war. Denn Einsamkeit und Social Distancing gibt es nicht erst seit Corona mit Demenzkranken, aber durch Corona wurde natürlich noch mal ein besonderer Blick drauf gelegt. Aber insbesondere das Erste würde mich noch mal interessieren: Warum halten Sie es für so wichtig, dass sich auch Menschen mit Demenz oder überhaupt Menschen, die sich mit diesem Feld beschäftigen, diesem Thema, mit der Versorgung und der Hilfe von Menschen mit Demenz beschäftigen, sich international vernetzen? Ja, das ist eindeutig. Wir können von den anderen lernen. Es sind ja Experten da, die so etwas seit Jahren machen. Und ich sage Ihnen eins, wenn es um die Sensibilisierung der Öffentlichkeit geht, und ich habe in meiner Strategie den Punkt, die Busfahrer werden geschult und die Geschäfte, das machen andere seit 10.000 Jahren, nicht seit 10, aber 5, 6 Jahren schon. Und das haben andere kleine Orte in Deutschland schon gemacht und mit den Menschen mit Demenz. Und wenn das nicht erwähnt wird, da finde ich es despektierlich. It's a matter of disrespect. Manchmal fällt mir das englische Wort besser ein, weil der Mensch mit Demenz muss gehört werden. Es geht ja um mich. Ja, ich weiß am besten, was ich brauche. Ja, und es ist ja ein Vorteil für beide Seiten. Es erleichtert ihnen die Arbeit. Ich werde auch gewürdigt, weil es heißt ja nicht, wenn ich eine Diagnose habe, dass ich nichts mehr weiß oder nichts mehr kann. Ja? Und Menschen, die auch einen Beruf früher hatten, ja, ich mache jetzt einen Sprung zu der Forschung. Ich bin Forscherin gewesen, ich saß im Labor, ich habe mir das angeguckt mit diesen ganzen Plaques. Jetzt habe ich eine Demenz. Ja, hört mir zu, lasst mich dann auch mitreden. Ja, es ist ja auch ein Wissen da. Also da muss man einfach zurückgehen, was macht diesen Menschen aus und ihn noch sehen mit seinen Ressourcen. Das ist so mein Punkt. Und ich kann auch vom Ausland sehen, wie man mit uns umgeht, Punkt eins, und die Erfahrungen, die dort gemacht wurden. Dann lade ich die Leute ein und übertrage das schön. Ja? Warum soll ich dann nochmals von Anfang anfangen? Okay. Ja? Natürlich. Ich wollte einfach nur, das ist ja offenbar auch von Ihnen ein inneres Bedürfnis. Sie sagten gerade noch, dass zum Beispiel der nationalen Demenzstrategie, also sowas steht wie Busfahrer zu Schulen und so weiter. Natürlich ist es bekannt, dass das in einigen Städten schon war. Darum finde ich es trotzdem nicht falsch, im Rahmen einer nationalen Demenzstrategie das für überall zu fordern. Also insofern, das ist ja kein Nachteil der Strategie. Ja klar, zu fordern. Aber dann erwarte ich in diesem Paper, wir erwarten das, dass das steht. Und wenn Sie diese Programme auf die Beine stellen, bitte kontaktieren Sie die Experten. Es heißt ja Experte durch Erfahrung, wie auch immer man uns nennt. Wichtig ist eine positive Bezeichnung und nicht immer nur die Erkrankten und die
ihre Veränderungen im Verlauf der Erkrankung mitbringen. Und da brauchen wir wegen diesen Einschränkungen eine Sensibilisierung. Hä? Na klar, bringe ich eine Veränderung mit. Aber wo ist das, was ich habe? Und ich entwickle ja auch neue Fähigkeiten. Gucken Sie da hinten, ich habe mich mit Absicht hergesetzt. Ich bin jetzt eine Malerin. Ich habe in meinem Leben nie gemalt. Ja, wir entwickeln auch Fähigkeiten. Der andere musiziert vielleicht, der andere fängt plötzlich zu kochen an. Ich weiß es nicht, jeder entwickelt Fähigkeiten. Ich will nicht immer, dass man uns nur als die Erkrankte bezeichnet. Aber zurück in der Strategie, in diesem Paper, wird nirgend erwähnt, dass man auf uns zugehen soll als Teamworker. Mhm. Ich habe extra das Wort, es werden Botschafter gesucht, mit Botschafter für das Thema, wie bei den Allianzen früher. Ja, dann schreib bitte in der Klammer hin, wer ein Botschafter, als beste Botschafter geeignet wäre. Wer denn? Der Mensch, um den es geht, der wird nicht erwähnt. Warum werden wir alle nicht erwähnt? Weil in diesem Gremium, das das ja geplant hat da, dieses Paper und durchgearbeitet hat, wird ja der Mensch nicht kontaktiert, dass er mitarbeitet. Er wird nicht erwähnt in einer Position. Ich erwarte zum Beispiel für meine Gesellschaft ein Zitat von einem Menschen, der aktiv ist. Und Deutschland hat diesen Menschen. Ich meine jetzt nicht mich. Es sitzt einer in der europäischen Arbeitsgruppe, Punkt 1. Es sitzt einer in diesem, wie nennen Sie sich hier? Sie heißen hier Arbeitsgruppe, sind Sie aber nicht in Germany. Der Beirat, der Demenzbeirat. Ja, wunderbar. Also meine Lieben, wenn ihr das hört, ihr sitzt im Demenzbeirat, sagt zumindest einen Satz. Ihr seid ja keine Marionetten, ja, um nur Ja, Ja zu sagen. Na, ich glaube auch nicht, dass das jemand glaubt. Ja, natürlich ist das wichtig. Gehen wir einfach mal auf die Felder ein. Also jetzt vielleicht noch mal vorab für alle die, die es noch nicht gelesen haben, die nationale Demenzstrategie, die sich über 150 Seiten hinzieht oder 130 Seiten plus Anhang. Also in diesem werden 4 Handlungsfelder, in denen bis zum Jahr 2026 und darüber hinaus gearbeitet werden sollen. Und diese 4 Handlungsfelder sind wiederum jeweils in Ziele und Maßnahmen unterteilt worden. Die Idee ist, dass im Jahr 2026 diese Maßnahmen und Ziele neu überprüft werden. Es gibt eine Steuerungsgruppe, die das Ganze sozusagen monitoren soll im Rahmen in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2026 und dann darüber hinaus verändern, neu planen, aus Erfahrungen lernen soll. Ich sag mal einmal die Zahlen. Also insgesamt gibt es 27 Ziele und 162 Maßnahmen. Also, auch dieses Interview, genauso wie das Interview mit Frau Jansen, erspart Ihnen, liebe Hörer und Seher, allen nicht, das selbst zu lesen und sich selbst dazu zu äußern. Wir werden hier heute nicht jeden einzelnen Punkt abarbeiten können. Darum machen wir es jetzt so, dass wir einfach uns mal diese 4 Felder anschauen und ich möchte Frau Rohrer bitten, sozusagen zu sagen, ist das ein wichtiges Feld? Warum, wenn es wichtig ist oder unwichtig ist, ist, wie ist es für Sie persönlich und sie hat ja die einzelnen Dinge sich näher angeschaut, hat sie zu einzelnen Punkten etwas dazu zu sagen? Das vielleicht über allem steht, möchte ich ein Zitat bringen noch einmal, und dort steht, das Ziel der nationalen Demenzstrategie ist es, die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen in Deutschland in allen Lebensbereichen nachhaltig zu verbessern. Dazu soll der Blick insbesondere auf die Maßnahmen gerichtet werden, die für die Alltagsgestaltung und die gesundheitliche und pflegerische Versorgung von Menschen mit Demenz vor Ort von Bedeutung sind. So im Rahmen dieser Demenzstrategie. Jetzt frage ich Sie, das hört sich doch zunächst erst einmal gut an, oder nicht, Frau Rohrer? Das hört sich sehr gut an. Es sind sehr viele Bereiche, die da gleich sprachlich erwähnt werden. Was mich sehr stört, ist, dass nur das Wort die pflegerische Versorgung, klar geht es auch um die Pflege und das ist ein sehr wichtiger Bereich, wir wissen das, was da alles diskutiert wird und
ja, Fokus im Moment auf Pflege, auf Heime und so weiter. Aber warum nur die pflegerische Versorgung? Mir fehlt von Anfang an dieses Wort, die Interaktion und Integration. Mhm. Das englische Wort ist immer Inclusion, weil Inclusion ist mehr als jetzt demenzfreundlich, demenzsensibel. Plötzlich werden wir jetzt alle demenzsensibel. Ne? Da müssen wir zuerst alle Demenzdiagnosen haben. Also das Pflegerische wird erwähnt sehr oft in diesem Paper und es ist immer der Fokus auf, ja, es geht bergab. Es wird immer schlimmer. Was machen wir? Und es klingt gut. Es klingt gut. Es müssen nicht so viele Felder sein, sage ich jetzt mal. Es kann kompakter sein, aber das ist nicht meine Aufgabe, es so zu analysieren. Gehen wir mal einfach auf diese vier Handlungsfelder ein. Das erste der vier Handlungsfelder heißt Strukturen zur gesellschaftlichen Teilhabe, also es geht um Teilhabe von Menschen mit Demenz an ihrem Lebensort aus- und aufbauen, ist eines der Handlungsfelder. Da denke ich, das ist etwas, was Ihnen zunächst erst einmal sehr entgegenkommt, doch etwas, was Sie selbst auffordert. Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Sie sprachen gerade von Inklusion. Vielleicht auch noch mal für uns alle. Also es gibt ja diese vier Schritte, die mal so aufgeschrieben sind, von der Exklusion über die Segregation, über die Integration zur Inklusion. So wie Frau Rohrer gerade sagte, Inklusion ist ja weit mehr als Integration. Eben nicht, wir nehmen Demenzerkrankte mit, sondern wir bauen eine Gesellschaft, in der man auch demenzkrank sein kann. Darum geht es ja eigentlich bei einer Inklusion. Aber für Sie kann ich mir vorstellen, ist doch diese Teilhabe, Möglichkeiten der Teilhabe zu haben in der Region, wo man wohnt, wo man lebt, ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt, oder nicht? Natürlich ist das total wichtig und ich denke, das ist in Verbindung zu sehen mit der Sensibilisierung. Aufklärung ist mir zu wenig, wenn ich sage, es gibt Flyer, es wird aufgeklärt. Mhm. Die Menschen brauchen Live-Beispiele, schau, diese kann noch alleine einkaufen, wenn an der Kasse nicht dieses Gedränge ist oder dass da diese Unruhe herrscht. Ja. Schau, er kann auch mit dem Bus fahren, wenn der Fahrer eben oder jemand wird da abgestellt, der Menschen mit einem, ja, mit einer Schwäche hilft. Es muss ja nicht unbedingt Demenz sein, wenn ich mir diese Karte am Automaten nicht holen kann. Ja, natürlich ist das wichtig, aber das Sensibilisieren live durch die Menschen. Darf ich ein Beispiel geben, wie das in Irland ist? Gerne. In Irland, sehen Sie, wurde die Sensibilisierung innerhalb von Monaten durchgezogen auf den Bussen. Da fahren ja die Busse herum bei denen. U-Bahn und so weiter ist ja da nicht. In den Rural Areas fuhren die herum und da waren ganz groß, I've got dementia, but I'm still me. I can be included. I am a part of you. Und diese Gesichter, diese jüngeren Betroffenen, die ja aktiv sind, weil ich muss ja immer sehen, was fordere ich für jemanden, der noch aktiv ist, kann, will, dabei sein und jemand, der in einer anderen Phase ist. Ich spreche jetzt nicht von einer Phase, die auch mich betreffen wird, wo ich dann ja nichts mehr weiß, wo ich auch ein Pflegefall sein könnte. Ich beziehe mich ja auf die, die aktiv sind und die werden einfach vergessen in dieser Strategie. Es geht ja um die Maßnahmen bei dem Pflegerischen. Ja. Da war so ein ganz toller Satz, den sage ich Ihnen, den sollen die Zuhörer mal lesen, auf Seite 26. Mhm. Eine Demenz bringt es mit sich, dass sich der Hilfsbedarf im Verlauf der Erkrankung verändert. Mhm. Ja klar verändert sich der Hilfsbedarf, aber was bringt es auch mit sich noch? Was bringt es mit sich?
Also, ja, im Grunde, also ich finde immer, es ist nicht zu wenig. Wir haben 150 Seiten. Bei Gott, wir hätten dann eben nicht 150, nur 100 und kompakter auch diese Sätze aus der Sicht von uns bringen müssen. So wird bei allen Strategien in allen Ländern gearbeitet. Lesen Sie die Last Generation. Einen Moment, Frau Rohr. Lassen Sie mich mal kurz dazwischen. Also das bedeutet, Sie sind mit dem, wie es dort steht, das, was dort steht, im Grunde schon einverstanden, aber Ihnen fehlt ein anderer Teil dazu. Also es geht gar nicht so sehr um die... Im Grunde bin ich einverstanden. Ein Moment. Im Grunde geht es also weniger um Kritik an dem Gesagten, sondern eher Kritik an dem Nicht-Gesagten, dass also bestimmte Sachen, also zum Beispiel die Ressourcen, die auch Menschen mit Demenz haben und so, wie Sie es vorhin sagten, geht es Ihnen nicht weit genug an der Stelle? So ist es. Okay. Sie haben das sehr gut so formuliert, wie ich denke und wie ich sagen möchte. Es ist zu wenig, weil wir nicht gehört wurden. Und die Sprache, in der es gebracht wird, das ist jetzt ein anderer Bereich, aber wir haben auf den höchsten Levels gearbeitet. Für die EU in Brüssel haben wir sogar vorgetragen. Dementia Language, das hat auch sehr viel mit den Medien dann zu tun, wie sie uns bezeichnen. Und dieser Einfluss in der ganzen Gesellschaft. Es geht ja immer nur Erkrankte, es geht um die Defizite, es geht um die Angst. Es ist ja ein Satz ziemlich am Ende, wo wir ja Angst machen der Gesellschaft und was es bedeutet, damit man sich schützt vor uns. Ja, klingt ja, als ob wir ja sowas von aggressiv sind. Ich bringe sie ja gleich um, wenn ich jetzt einkaufen gehe. Ja, aber gut, ich verstehe sehr gut, was Sie meinen. Als ich das erste Mal gelesen habe, diese Demenzstrategie, habe ich immer gesagt für mich, an dem, was dort geschrieben wird, werden Sie kaum Menschen finden, die dem widersprechen. Die Sachen, die dort drin steht, die Ziele, die man anvisiert, die Maßnahmen, die man anvisiert, das sind ja in meinen Augen durch die Bank gute Ideen und gute Maßnahmen. Aber Sie haben natürlich recht, wenn Sie sagen, wenn eine Demenzstrategie auch ein Manifest für Inklusion sein soll, dann müsste sie A, anders formuliert sein. Ja. Und sie müsste, aber dann dürfte es doch im Grunde auch keine Demenzstrategie sein, denn das wäre ja schon eigentlich die Absage an Inklusion. Dann würde sagen, dann müsste die Strategie sein, wie schaffen wir eine Gesellschaft, in der wir alle leben können, oder nicht? Nein, das Wort Demenz muss man beibehalten. Okay. Darüber haben wir auch viel diskutiert international, weil es gibt ja diese UN-Konvention, die hat ja dann Demenz als Behinderung anerkannt. Genau, die Behindertenkonvention. Haben wir in Deutschland im Jahr 2012 ratifiziert oder 2009? Ja. 2009 oder 2012? Ja, also in der Richtung auf jeden Fall sehr lange. Die Frage ist, wie wird das auf nationaler Ebene eingesetzt? Es gibt auch Länder, wo die Menschen sagen, es reicht, wenn ich sage, ich habe eine Einschränkung. Nein, diese Einschränkung muss klar definiert werden. Wenn ich sage, ich bin eine Onkologie-Patientin, ich habe jetzt Brustkrebs, dann stehe ich auch dazu. Klar habe ich eine Einschränkung. Ich habe eine Demenz. Dann ist es auch sehr gut, wenn ich das definiere, welche Art. Weil dementsprechend ist ja auch meine Inklusion anders. Das müssen wir ja ganz, ganz realistisch sehen. Ich habe ja in dem Bereich auch gearbeitet, über 30 Jahre. Mein Bereich war beim Dolmetschen speziell Demenz, Schlaganfall, MS, neurologische Erkrankungen. Und natürlich kann man nicht spezifizieren und sagen, also hat einer eine Frontotemporale, der Bereich, hat der Korsakow, der Bereich. Nein, es geht um eine Demenzstrategie und dann ist es wiederum eine Frage, wo ich lebe. Wo lebe ich? In München werde ich andere Konditionen haben, ich sage jetzt mal, als auf einer kleinen Insel da in Norddeutschland. Ich werde auch andere Konditionen haben, wenn ich in einer ganz entfernten Gemeinde in Niederbayern lebe. Ja, weil da ist es dann der Aspekt, wie vernetzen wir uns? Wo gibt es diese Punkte und so? Also Demenzstrategie ist richtig. Das Wort muss beibehalten werden, weil das war Ihre Frage.
Aber ich würde schon sagen, wenn wir so weit wären, dass wir wirklich über Inklusion sprechen würden und nicht nur über Integration, dann bräuchten wir tatsächlich keine Demenzstrategie, sondern wenn wir dann die Behindertenrechtskonvention umsetzen würden, wäre unsere Gesellschaft und die Rahmenbedingungen auch vorbereitet auf Menschen mit Demenz, wie sie vorbereitet werden auf Menschen mit anderen Handicaps. Also wenn Sie sagen, es braucht noch eine Demenzstrategie, dann braucht es ja auch wahrscheinlich eine Diabetesstrategie, eine, keine Ahnung, Schlaganfallstrategie und so weiter. Das heißt, eigentlich zeigt uns das doch nur, dass wir noch gar nicht so weit sind, dass wir von Inklusion sprechen können, oder? Wir sind noch lange nicht so weit, weil die Inklusion passiert in unseren Köpfen. Wenn ich so nicht bedenke, nur. Wie war das mit den mehrfach Behinderten, ich muss sie jetzt so bezeichnen, weil eine Behinderung, einen Grad Schwerbehindertenausweis hat ja heute, ich sage jetzt mal, fast jeder. Ich will es nicht abwerten, aber wenn ich eine Behinderung in dem Sinne habe, dass ich meinen Alltag, mein Leben in Würde nicht mehr gestalten kann, dann rede ich ja auch von Inklusion. Und das hat ja auch jahrelang gebraucht. Genauso ist es mit Demenz. Da möchte ich noch einen Punkt aufführen, der jetzt in den Köpfen wahrscheinlich kommen wird so allmählich. Es gibt keine europäische Arbeitsgruppe für eine andere Erkrankung. Keine gibt es. Es gibt Gremien, aber da sitzen der Herr Doktor, die Psychologin, die Ehrenamtliche. Da sitzt nicht der Mensch, der die Erkrankung hat. Und ausgerechnet die Gruppe, wo man sagt, der ist ja Demenz ohne Geist, die haben die Arbeitsgruppe. Und diese Arbeitsgruppe, was die alles geschafft hat, das sind ja andere Aspekte dann. Und wobei ich würde die dann Bevölkerung einer Stelle zumindest widersprechen, da weiß ich es, im Bereich der psychiatrischen Pflege gibt es ja wohl. Ja, da gibt es Ex-In, das weiß ich. Von denen können wir sowieso eine Menge lernen an der Stelle. Ich bin sehr gut vernetzt mit Ex-In. Ich bin vernetzt mit Menschen, die ein Down-Syndrom haben, die dann auch eine Demenz entwickeln, mit Menschen, die Sehbehinderung, Hörprobleme, aber gravierend haben, die auch eine Demenz entwickeln, weil sie gehören alle dazu. Die müssen alle gehört werden. Ja? Ich nenne mal einmal noch, wir haben das erste Handlungsfeld haben wir am Anfang genannt, für die, die es nicht kennen, noch die drei anderen. Also ich sage es noch einmal, die vier Handlungsfelder der nationalen Demenzstrategie. Erstes ist eben Strukturen zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Demenz an ihrem Lebensort aus- und aufbauen. Die zweite Handlungsempfehlung dreht sich darum, Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu unterstützen. Dritte Handlungsempfehlung, die medizinische und pflegerische Versorgung von Menschen mit Demenz weiterentwickeln. Und die vierte Handlungsempfehlung ist, die exzellente Forschung zum Thema Demenz fördern. Ich würde gerne mal einmal zu der vierten kommen. Tatsächlich, auch wo Sie am Anfang von Herrn Whitehouse sprachen, tatsächlich, oder ich will es anders sagen, was halten Sie davon, in der Forschung sozusagen tatsächlich stärker mit Menschen mit Demenz zusammenzuarbeiten? Denn es ist ja häufig so tatsächlich, dass Menschen mit Demenz, sozusagen die Ergebnisse von Forschung unter Umständen erleben müssen, aber an der Forschung selber relativ wenig beteiligt sind. Wie sehen Sie es selber? Das kann ich Ihnen gerne sagen. Wir arbeiten in dem Bereich, sind auch schon mindestens 6-7 Jahre in anderen Ländern, wo dann Menschen aus verschiedenen Ländern dabei sind, von Anfang an. Also ich sage zum Beispiel, es soll jetzt ein Programm stattfinden in der Forschung, wie gehe ich überhaupt an die Menschen mit einer Demenz ran, damit ich sie mit einbeziehe. Was braucht man? Was muss man beachten? Welche sind die Preconditions? Also, gehen diese Projekte, die ja getragen werden von, ist auch unwichtig, an die europäische Arbeitsgruppe. Da hat jeder, der dabei ist in dieser Gruppe, seine Felder markiert, wo er gerne mitarbeiten möchte. Natürlich komme ich aus so einem Bereich, also bin ich auch angefragt. Und dann sitzen wir da zusammen mit denen, die ja das Projekt auf die Beine stellen, und wir werden uns artikulieren. Dann erst kommt das,
en masse und sie suchen ihre 2.000, 3.000 Probanden. Also es ist auf jeden Fall, ich sag mal, eine Win-Win-Situation. Für uns persönlich ist das, ja, ich sage immer, it's an honor, dass wir dabei sind, weil sowas gab es ja vor 10, vor 8 Jahren gar nicht. Und jetzt ist es ja auch ein Honor, dass wir in Germany endlich dabei sind. Und ich muss erwähnen. Das ist das DZNE. Die andere mit der Frau Professor Rös. Ja, DZNE, Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Ja, ich wollte gerade sagen, dann gefällt Ihnen das ja, was dort in diesem vierten Handlungsfeld in der nationalen partizipative Forschung denn ist dort sehr, sehr wird wichtig. Es gefordert. Ist sehr wichtig, ist zukunftsorientiert und wie ich schon sagte, es bringt noch was ganz anderes, was ich so festgestellt habe aus unseren Netzwerken. Die Ärzte lernen neu. Es sind viele Ärzte, die sehen uns wirklich nur vom Pathologischen. Ja? Und der Arzt muss auch sehen, hey, der ist ja nicht nur da einmal in der Sprechstunde, dass er mich versteht, den kann ich mit einbeziehen. Also es ist auch ein Umdenken der Ärzteschaft und die jungen Ärzte. Also ich bin sehr oft an den medizinischen Universitäten, wo ich eingeladen werde, die kennen meine Arbeit und schreiben mich an. Und ich gehe sehr gerne hin und sage, seht mal, das ist auch der Patient. Der Patient ist nicht nur der als Pflegefall, der liegt. Also wir führen auch zu einem Umdenken. Ich möchte auf einen Punkt eingehen in diesem Zusammenhang, um den es gar nicht so sehr in der nationalen Demenzstrategie steht. Aber wir hatten ja bis vor 2 Jahren hier ein sehr, sehr strenges Gesetz im Bereich der Forschung, wo es um Forschung an nicht einwilligungsfähigen Menschen geht, unter anderem auch an Menschen mit Demenz. Das war relativ restriktiv, dass man das nur durfte, wenn die an dieser Forschung teilnehmen, auch noch direkt davon profitieren können, von der Forschung. Das ist ja vor 1,5 Jahren aufgeweicht worden. Wie sehen Sie es selber? Also ich bin ja auch sozusagen in meinem zweiten Leben Forscher und mache Forschung, zwar keine pharmakologische Forschung, aber Versorgungsforschung. Würden Sie es zulassen wollen, dass ich beispielsweise Forschung mache mit schwerst Demenzerkrankten im Sinne von Prävention, dass sie nicht aus dem Bett fallen oder was auch immer dort passieren kann. Also dass ich einfach schaue, welche Maßnahmen können wir entwickeln, um Lebensqualität zu verbessern, ohne dass die Menschen mit Demenz selber kognitiv noch in der Lage sind, das Forschungsvorhaben zu durchschauen und zu bestätigen. Ja, also es ist eindeutig. Wenn ich in einer Phase bin, in der ich das nicht mehr verstehe, was sie mir sagen, dann kann ich auch nicht einwilligen, weil ich es nicht verstehe. Und dann möchte ich diesen Schutz haben, der mir garantiert wird, durch Punkte, Punkte, dass an mir, mit mir nichts getestet wird. Fragen Sie mich, bevor ich in die Phase komme. Sowas gibt es auch. Es gibt Projekte, wie wünsche ich mir mein Bett, wenn ich mal ein Pflegefall bin? Wie wünsche ich mir, dass ich begleitet werde? Also es gibt so viele Bereiche. Was ist mit Inkontinenzeinlagen? Fragen Sie mich heute, weil heute kann ich es Ihnen sagen und ich möchte dann nachher nicht. Jetzt gibt es ja auch diese Projekte, vielleicht interessant für die Zuhörer. Ich fange an, Projekte laufen ja 2-3 Jahre und I diminish, ich werde schwächer. I step down, ich muss zurücktreten. Und ich trete zurück, wissen Sie warum? Nicht, weil der Angehörige sagt. Und wir werden auch immer begleitet. Das steht einem zu, wenn man in diesen Gruppen arbeitet. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, genau. Nee, ich habe es doch vergessen. Es ging darum, dass Sie selber an solchen Forschungen beteiligt sind, wo Sie aber im Vorfeld schon und sagen, wie es ist. Ich merke ja selber dann, wissen Sie, dass ich nicht mehr folgen kann. Es ist ja auch bei diesen Projekten eine andere Art von Vorgehensweise, mehr Pausen. Also wir arbeiten maximal 1/2 Stunde, dann ist Pause. Dann die Art, wie mit uns kommuniziert wird. Also es sind so viele Bereiche, wo die Forscher, die Ärzte sagen, ja, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das so wichtig ist. Aber so holen sie auch das Maximum heraus. Also wenn ich zu schwach bin,
dann höre ich selber auf. Und das ist ja das Geniale. Ich merke es. Ich merke es, es geht nicht mehr. Ja? Und dann sage ich, sorry, ich mache nicht mehr weiter. Und deshalb fallen ja auch so viele dann heraus aus den Projekten. Die fangen an, ich sage jetzt mal, mit 200 und es bleiben vielleicht ein Viertel, weil es dauert ja sehr lang. Aber Tatsache ist natürlich, dass im letzten Jahr war es oder vor anderthalb Jahren, dass das ein Stück weit aufgeweicht worden ist, die Erlaubnis auf Forschung an Nicht-Einwilligungsfähigen hier zu machen. Und darum hat es mich einfach überhaupt erstmal interessiert. Sie sagen, also in dem Augenblick, wo Sie selbst nicht mehr das Projekt überschauen und durchschauen können, ja, aus welchen Gründen auch immer, das gilt ja nicht nur für Menschen mit Demenz, ja, darf auch aufhören. Mit und an Ihnen nicht weitergeforscht. Ja. Das wollte ich einfach. Gibt es, bevor wir mal einen Blick in die Zukunft noch werfen, ich sehe gerade, ich schaue mal auf die Uhr, wir sind schon eine Dreiviertelstunde zusammen hier, aber ich finde es weiterhin sehr spannend. Gibt es etwas aus diesen Handlungsfeldern, wo Sie sagen, da möchte ich unbedingt noch was loswerden? Ja, ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn du jünger bist und du kriegst die Diagnose, ob ich es jetzt bin oder andere, wie gesagt, ich habe ja Erfahrungswerte auch in Deutschland, ich bin sehr gut vernetzt. Ich war jetzt in den letzten Jahren, müssen Sie sich vorstellen, allein in Deutschland, wir führen eine Liste mit meinem Team, das mich unterstützt, 1000 Mal unterwegs. Mhm. Und ich möchte dieses 1000 Mal nächstes Jahr mit Ihnen dann zelebrieren, weil es ist eine Aufklärungsarbeit. Und diese Menschen, die ich treffe, ja, sind schwächer, aber es sind auch viele, die jetzt neu sind aus dem Erwerbsalter. Und da zitiere ich auf der Seite 38 unten. Ja. Für Menschen mit Demenz im Erwerbsalter bekommt das Thema Demenz eine zunehmende Bedeutung. Sie setzen sich auseinander mit dem Thema und wir müssen darauf achten, dass es zu mehr Respekt und Toleranz führt. Ha, ich muss lächeln. Warum? Ich habe auch mal Sprachen studiert. Ich sage Ihnen, warum. Ja. Wo ist das Wort? Es bekommt Bedeutung. Wie werde ich integriert an meinen Arbeitsplatz? Na, ich glaube, das ist mitgedacht, das Wort. Aha. Wissen Sie, uns fehlt das Konkrete, weil in der Demenz werden Sie sehr direkt und Sie verstehen die Sachen besser und Sie sagen sie unverblümt. Ich sage, meine Kritik ist konstruktiv und ich sage etwas für uns alle. Ich habe nur zu gewinnen und wir alle, wenn wir uns positionieren. Und ich bitte euch, alle, die mir zuhört, sagt was. Begleiter, sagt etwas. Menschen, die mit uns ehrenamtlich arbeiten, Psychologen, sagt etwas. Es kann nicht wahr sein, eine Strategie bis 2026 und keiner sagt was. Und die Medien bringen keinen großen Bericht. Also es ist ja blamabel. Das wäre ja ein Punkt, über den wir sowieso... Ich habe mich auch gefragt, bei 1,6 Millionen Demenzerkrankten in Deutschland mit wenigstens 2 oder 3 direkten Personen in ihrem Umfeld sind wir schon bei 5 Millionen Menschen, die direkt von Demenz betroffen sind. Und endlich ist es soweit, dass wir eine nationale Demenzstrategie kommen, von der kann man halten, was man will, aber sie findet quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das heißt, keine Tagesschau, kein Heute-Journal, ich finde nichts. Jetzt habe ich gesehen, jetzt gibt es einen offiziellen Live-Auftakt, weiß ich seit gestern, und zwar mit den Ministern Giffey, Karliczek und Spahn, also Familienministerium, Forschungsministerium und Gesundheitsministerium. Am 23. September gibt es so einen einen Online-Auftakt. Ach, wunderbar. Ich hoffe, ich werde genommen. Wissen Sie was? Aber auch das wäre nochmal eine Frage an Sie. Wir hatten ja das Erlebnis auch auf Twitter, als ich geschrieben habe, stell dir vor, es gibt eine nationale Demenzstrategie und keinen interessiert es. Was glauben Sie, woran liegt das, dass es so wenig Diskussionen darüber gibt? Ein kleiner Punkt ist die Corona-Zeit. Aber nur ein kleiner. Die Menschen sind müde, verunsichert, sie haben Angst. Wie geht es weiter? Sie haben wirklich ein Herr Jochen Gust, der auch aus dem Bereich ist, sagte, die haben andere Sorgen.
Sie haben noch zusätzliche Sorgen, aber die Sorge der Demenz, die Sorge der Angehörigen, der Angehörige wird da auch erwähnt in der Strategie. Aber was ist mit den jungen Angehörigen, wo es ja Teenager sind, die hätten auch erwähnt werden müssen. Ja, ja, also nebenbei, die Menschen haben andere Sorgen, aber als wichtigeres Problem finde ich, dass die Hauptakteure nicht stolz sind und sagen, hey, wir haben das in dieser Arbeit, das war ja eine intensive Arbeit, dass sie das zustande gebracht haben. Anderthalb Jahre waren das. Und sie promoten es und sagen, hey, da sind wir. Sagt was dazu, weil es soll ja noch ausgebaut werden. Man kann ja dazutreten als Botschafter, als neues Projekt. Sagt was. Aber wenn keiner das weiß, wie soll ich was sagen? Also die Akteure, die mitgewirkt haben, haben eine Aufgabe. Und diese Aufgabe heißt, es in die Öffentlichkeit tragen und jetzt die Menschen mit Demenz, den Angehörigen einladen, aus den verschiedenen Bereichen und sagen, ja, wie geht es euch damit? Lest mal dieses Handlungsfeld, das euch betrifft. Können wir da was verbessern? Und so heißt es dann wirklich eine Zusammenarbeit in dieser Gesellschaft. Mhm. Weil das Thema wird uns ja begleiten. Corona wird mich auch begleiten, aber die Demenz, die macht ja keinen Stopp vor Corona, ja? Ja. Darf ich Ihnen mal eine gemeine Frage stellen, Frau Rohrer? Für mich gibt es keine gemeinen Fragen, okay, weil ich sehr abgehärtet bin. Für mich auch nicht, aber ich frage trotzdem. Was erwidern Sie Menschen, die sagen, Frau Rohrer kann nicht für Menschen mit Demenz sprechen, weil sie mit ihrer Art der Demenz, mit ihren Fähigkeiten, die sie hat, hat im Grunde auch aus der Gruppe derer, die eine Demenz haben, eine Ausnahmeperson ist und sagen wir mal, von einem Menschen, der mit schwerster Demenz unter Umständen nicht mehr in der Lage ist, überhaupt zu sprechen und Dinge zu verstehen. Wie es dem geht, weiß Frau Rohrer genauso wenig wie Detlef Rüsing. Was würden Sie so einem Menschen erwidern? Diese Frage hatte ich schon. Und, ich aber nicht von mir. Nein, nicht von Ihnen. Es tut mir leid für Sie, dass Sie nicht die verschiedenen Gesichter der Demenz kennen. Mhm. Sie kennen hauptsächlich die Menschen in der Endphase, in den Heimen oder die von den ambulanten Diensten, von den Angehörigen betreut werden, bis die alle zusammenbrechen. Sie kennen die Menschen nicht, die selber für sich sprechen können. Mhm. Und es wird dauern, bis man das realisiert. Aber das sage ich Ihnen. Es tut mir für Sie leid, dass Sie uns nicht kennen. Mhm. Ja, das ist eine gute Antwort. Also ich habe mich halt, sehen Sie, ich habe mich auch gefragt, als ich mir diese Fragen gestern Abend nochmal aufgeschrieben habe, da habe ich gedacht, ja, aber wie soll denn auch Detlef Rüsing zum Beispiel für alle Menschen sprechen, die keine Demenz haben? Da gibt es auch Leute, die er nicht kennt und nicht weiß, wie es ihnen geht. Und ebenso ist es natürlich so, dass Sie nicht all das wissen, wie sich Menschen fühlen, auch im Endstadium der Demenz, aber trotzdem natürlich mit ihrer Geschichte und ihrem Erleben näher dran sind als die meisten anderen, die keine Demenzerkrankung haben. Ich bin eindeutig näher dran, weil ich weiß, was mich erwartet. Ja, ich kenne die Auf und Abs in meinem Leben im Laufe des Tages und ich weiß, was ich tun muss, außer dem Medikamentösen. Hm. Und ich denke, da können wir auch von uns lernen, wie wir uns ganzheitlich auch sagen wir mal, stärken. Und ich weiß, wie es mir gehen wird und ich kann Ihnen sagen, was ich nicht möchte. Ja. Natürlich mir war es wichtig, diese Frage zu stellen, weil ich weiß, dass sich viele Menschen diese Frage stellen tatsächlich. Weil sie sollen sie gerne stellen, ich bin auch bereit, sie sollen mich anrufen, sie sollen mich fragen, ich erkläre Ihnen alles. Ich finde es nochmal so wichtig, dass Sie auch sagen, das Bild, was wir von Menschen mit Demenz haben, ist eben tatsächlich das in ihrem Endstadium in stationären Einrichtungen. Aber offenbar wehren wir uns alle erfolgreich dagegen, dieses Bild zu erweitern und mal zu sagen, da gibt es ja noch so viel mehr, genauso wie es bei den Menschen, die keine Demenz haben, so viel verschiedene Menschen in so viel verschiedenen Situationen gibt. So ist es. Aber das war mir nochmal wichtig, das nachzufragen. Haben Sie selbst Kontakt zu Menschen mit schwerer Demenz? Also die vielleicht auch im Endstadium sind? Natürlich. Ich habe Kontakt mit vielen Menschen,
in verschiedenen Ländern, auch in Deutschland, die ich ja seit Jahren kenne. Und ich gebe jetzt nur so ein Beispiel, die FTD zum Beispiel. Mhm. Da ist ja in frontotemporale Demenz, meinen Sie? Frontotemporale, ja. Und ich weiß, wie diese Menschen in einem Kontakt, in der Gruppe, in einem Event, wo wir waren, und wie sich das verändert hat innerhalb von Monaten. Und ich für mich persönlich habe da meine eigene Strategie, und ich sage, die Haltung, ich habe ja in meinem Buch beschrieben, ich spreche ja von 4 Säulen in einem Demenzleben. Die Haltung ist sehr wichtig, das positive Denken, ach, die Bewegung, die Ernährung und so weiter. Und ich werde noch mit meiner ganzen Kraft sehr viel tun, um in diesem Zustand zu bleiben. Und wenn ich auch diese Inklusion erlebe, also ich werde eingeladen, ich darf irgendwo was erzählen, ich kann mich ja nicht aufdrängen, hallo, ich komme jetzt. Bayern hat jetzt die neue Strategie, am 13. wird ein Demenzpakt mit den Akteuren geschlossen. Ja, aber in Bayern lädt dich keiner ein. Wie komme ich an die Gesundheitsministerin? Wie? Und da ist es die Aufgabe, nein, das geht nicht. Das verschwindet im Sekretariat. Da ist es die Aufgabe der Akteure, uns zu begleiten, die Menschen, die was sagen wollen, um dieses Bild mal zu verändern. Also dann Wohlfahrtsverband, komm und sag, ich bin die Leitung, hier kommt die mit, die kann auch was sagen. Da ist es die Aufgabe, und da müssen wir daran arbeiten, dass dieses in den Köpfen, ja, dass sich da was verändert. Aber solange wir das können, Herr Nüssing, sind wir auf den Barrikaden, nennen wir es mal so. Eine letzte, vielleicht auch sehr persönliche Frage, müssen Sie schauen, ob Sie die beantworten möchten. Sie kennen viele Menschen, die in ihrer Demenzerkrankung weiter vorangeschritten sind als Sie. Gibt es Momente, wo Ihnen das Angst macht, Ihre eigene Zukunft? Nein, ich habe keine Angst, weil ich genau geplant habe, dieses Ende. Dieses Ende wird nicht in einem Altenheim sein, sondern auf diesem bekannten Gut, wo die Menschen, das ist ein Bauernhof, integriert werden mit dem bisschen, was sie noch können. In der Natur, Tiere, ich brauche keine 10.000 Medikamente zum Ruhigstellen und so weiter. Und das habe ich alles schon festgehalten. Ja, und ich habe keine Angst. Nee. Ich lebe im Jetzt, und das ist gut so. Und Sie sehen ja, ich strahle aus, hoffentlich, dass ich Mut mache und Zuversicht. Das tun Sie. Und wir müssen uns auch positionieren, weil es ist mein Leben, genauso wie es Ihr Leben ist. Ne? Und es ist mein Leben. Und meins ist begrenzt. Und deshalb will ich das Beste rausholen. Wir sollten langsam zum Schluss kommen, obwohl ich noch ganz viele Fragen habe, Frau Rohr. Das bedeutet für mich, wenn Sie mögen, würde ich das gerne nochmal machen mit Ihnen. Wir machen das, wissen Sie wann? Ich habe schon einen Vorschlag. Nach diesem Demenzmonat, da werden sich sicher einige positionieren im September, dann wichtige Punkte aufgreifen. Und ich bin da. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben und dass Sie das sind. Ich versuche mal etwas zusammenzufassen, was für mich das Wichtigste war, was Sie über die Demenzstrategie gesagt haben. Ich habe den Eindruck, wenn man es zusammenfassen will, kann man sagen, Ihre Kritik ist nicht eine Kritik an dem, was dort steht, sondern eine Kritik an dem, was dort nicht steht. Das ist die eigentliche Kritik von Helga Rohr. Und Ihre Kritik ist nicht an den Personen, die mitgearbeitet haben, sondern Ihre Kritik ist, dass bestimmte Personen nicht mitgearbeitet haben. Perfekt. So würde ich zusammenfassen. Was habe ich noch gelernt? Ich habe gelernt, dass ich mehr Angst vor Demenz habe als Helga Rohrer. Und es war wunderbar, mit Ihnen zu sprechen. War mir eine große Freude. Und ich bedanke mich herzlich bei Ihnen dafür. Ich danke Ihnen auch. Wiedersehen. Dann sage ich noch einmal zu denen, die uns zuhören, der es hoffentlich viele geben wird, die sich das Interview anhören. Das war nochmal aus der Serie Im Gespräch aus dem Dialogzentrum Leben im Alter. Mein Gespräch mit Helga Rohrer. Mein spannendes, für mich sehr spannendes Gespräch mit Helga Rohrer. Wir werden uns auf jeden Fall zu einem anderen Zeitpunkt noch einmal unterhalten, denn wir sind heute noch nicht fertig geworden. So haben Sie aber jetzt erstmal eine Stunde, mit der Sie sich beschäftigen können.
Bitte lesen Sie die nationale Demenzstrategie. Unter dem Video werde ich nochmal die ganzen Links zur Demenzstrategie, zum Buch von Richard Taylor, von Frau Bryden und so weiter. Da schreibe ich alles nochmal drunter, damit Sie das finden können. Auch zu der Working Group, von der Frau Rohrer gesprochen hat. Das werde ich alles nochmal verlinken. Schauen Sie mal auf unserem Blog vorbei, www.dzla.de, das Dialogzentrum an der Hochschule Osnabrück. Ich kann es leider nicht lesen, Frau Rohrer, was da drauf steht. Let's do it trotzdem. Genau, let's do it trotzdem. Also lesen Sie die nationale Demenzstrategie, setzen Sie sich damit auseinander, üben Sie Lob, üben Sie Kritik, sagen Sie, was Sie davon halten. Denn es geht nicht nur um das Leben von Frau Rohrer und um mein Leben, sondern um Ihr aller Leben. Denn eines ist ziemlich sicher, wenn Sie alt genug werden, werden Sie eine Demenz bekommen. Insofern, Dankeschön, nochmal Dankeschön, Frau Rohrer, und bis bald. Bis dann. Thank you.